So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Another Metroid 2 Remake. Das letzte Mal haben wir hier oben das Tempelgebiet abgeschlossen und sind erst von unserem Schiff hier runter geklettert und haben 5 Metroids getötet. 6, 7 bis jetzt. Wir haben bis jetzt 7 Metroids getötet. Und in diesem Gebiet gibt es nochmal 5, die wir töten müssen, bevor wir hier beim Blauen weiterkommen. Ah, ich kann sogar. Ich könnte den Marker setzen, aber ja. Ja, auf jeden Fall. Hier geht's erst runter, wenn wir die restlichen Metroids in dem Gebiet fertig haben. Und ja. Mal schauen, was war das für ein Gebiet? Oh, das war dieses Gebiet. Okay. Gut. Hier kommen die ganze Zeit diese Roboter, die ziemlich nervig sind. Oh ja. Das Gebiet ist ziemlich groß, glaube ich. Oder nicht unbedingt groß, aber komisch. Sagen wir komisch von der Struktur her. Zum Beispiel bin ich gerade einfach durch die Mitte durchgelaufen und keine einzige Seite mehr gekommen. Das liegt daran, dass es ein komplizierteres Gebiet ist. Puh, das war knapp. Zum Beispiel können wir hier rein. Hier bekommen wir einen Missile Container. Was bringt uns der Missile Container? Um ehrlich zu sein, nicht viel. Wir haben nämlich schon 95. Ach man. Ich glaube, mit Walldumps komme ich hier besser hoch. Oder auch nicht. Aber ja, das Gebiet hat eine interessante Struktur. Warte mal. Ich will ja nicht sagen, aber da unten links sehe ich, dass da Boden ist eigentlich. Theoretisch kann ich da nicht durchfallen, aber okay. Vor allem, das ist mir auch sehr zu aufgefallen. Die letzten Male, als ich das gespielt habe, habe ich das nicht mehr gemacht. Ich wollte irgendwie Bombjumps benutzen, um da durchzukommen. Irgendwie war das so mein Plan. Oh, ja, das ist so toll. Der ist nicht so nett als Gegner. Wenn ich das sagen möchte. Okay. Au, ja, das war ja. Wir müssen ihn einfach abschießen, bis er sich mit seiner Kugel zusammenrollt. Und auf den Boden herrollt. Und dann müssen wir ihn mit unseren Bomben in die Stacheln da oben schleudern. Ist, wenn man es richtig macht. Weil er fliegt einfach immer höher. Oh, verdammt, war das ja. Okay. Ja, zweimal. Zweimal ist immer besser. Ich bin fast tot. Das ist nicht gut. Macht mir 15 Schaden. Oh ja! Angriff, wow. Ja. Der Boss ist. Ich meine, er ist einfach. Nicht unbedingt einfach. Er ist aber auch nicht wirklich schwer. Ich sollte vielleicht versuchen, ihn mit meinen Missiles anzugreifen, was ihm wahrscheinlich mehr Schaden macht. Ja, tun wir das.
Außer er wehrt es einfach nur ab. Was theoretisch auch machen könnte. Nein. Macht er nicht. Und ich sollte versuchen auszuweichen. Aber ja. Das bringt ihn viel schneller in die Form. Ach, schon wieder. Wow. Also wirklich. Warum mache ich das nicht? Mache ich das nicht einfach instant? Das ist einfach. Wenn es einfach ausgeht. Oh, das ist. Ja, jetzt bin ich gegen die Wand. Jetzt darf ich nur nicht mehr so oft von seinen. Von seiner Kugel getroffen werden. Wow. Das war. Nein! Oh nö. Ich hab's verkackt. Wow, gut. Ja. Das letzte Mal, als ich's gespielt habe, war das deutlicher. Aber, um ehrlich zu sein. Aber naja. Ihr seht immer noch. Ein Spiel, das. Teilweise sogar random ist. Ich wollte gerade sagen, ich wurde jetzt in der ersten Phase nicht getroffen. Das wäre aber gut. Ich wollte. Schon denkst du mein Morphball. Mann. Das muss ich sagen, war irgendwie blöd. Ich wollte eigentlich schon viel länger mit dem Morphball benutzen. Da benutzt das einfach. Okay. Wenigstens habe ich ihn jetzt besiegt. Wow. Zwar. Oh, wir haben den Springball von ihm bekommen. Macht Sinn irgendwie. Das war irgendwie schwerer, wie es hätte sein sollen, glaube ich. Mir ist noch nie aufgefallen, dass es hier so komisch aussieht. Interessant. Ja, wir haben den Springball bekommen. Mit dem Springball können wir, glaube ich, hier hoch, oder? Ja. Sieht danach aus, als sollte man das tun, so. Ja, sollte man das so tun. Wow. Deutsch, please. Ja. Das war interessant. Hier ging's rein, genau. Okay, hier war. Der erste, den die aushalten. Habe ich nicht gesagt, die sind einfach nicht getroffen zu werden. Ja. Eigentlich schon. Aber man sollte es richtig machen. Und sich nicht in so eine kleine Ecke verstecken. Aber wenn man sich in eine Ecke versteckt, dann sind sie meistens einfacher zu besiegen. Um ehrlich zu sein. Da will ich noch hinkommen. Muss ich aber noch nicht machen. Oh, okay. Ich weiß, dass du nicht so fertig warst. Genau. Ich sollte dich so besiegen. Das ist einfach mit Springball. Und jetzt will ich da oben aufmachen. Hier so aufmachen. Und wir bekommen den Wave Beam. Nice. Jetzt kann ich doch rein schießen. Hier gab's nichts mehr. Okay. Jetzt kann ich ihn von hier drüben töten. Ohne dass er mich abschießen kann. Cool. Und dich kann ich jetzt auch einfach mal töten.
wenn du nicht so viel aushalten würdest. Hey, das würde einfach zu sehen. Wenn du nicht so springen würdest, wäre es auch schneller. Ja. Wavebeam, immer toll. Ah, warte, war das hier? Ja, das war hier. Hier machen wir einen Screw Attack. Ja. Ich weiß, wofür das ist. Aber ja. Das ist. Ah, High Jump Boots. Stimmt, die waren auch hier. Um die Screw Attack müssen wir uns länger in Gedanken machen. Wenn ich mich richtig erinnere, kann das einfach nur von der anderen Seite hin. Nein. Gar nicht. Muss sogar von hier hin. So komme ich rüber, ich habe noch weiteres. Ja. Kein Weg. Okay. Dann komme ich nochmal von der anderen Seite hin. Ich glaube, das ist sogar von dem Weg da links. Wow. Ich habe immer die Gegner besiegt. Ich glaube, von hier komme ich da runter. Bin mir nicht sicher. Wörtlichen Sinn, aber man konnte es ahnen. Ach ja, das war das Alter. Und ich komme schon hier hin. Das ist nämlich ein Weg. Unten da. Den man. Ich meine, das sind so. Hier links ist ein großer Block. Ich meine, man kann vieles bedeuten, aber. Rechts oben von ihm ist nichts und links unten von ihm ist nichts. Das heißt, er ist da eigentlich nur, um zu zeigen, dass da ein großer Unterschied besteht zwischen. Es ist einfach. Ich sehe das und denke mir so, rechts neben ihm könnte ein Platz sein, wo ich theoretisch sein könnte, weil. Normalerweise sind die Wände abgeschlossen mit einem Block, durch den man hätte nicht aus wie ein Block, durch den man durch könnte. Weiß nicht. Weiß nicht mal, wie ich das erklären soll. Es ist einfach so ein Gefühl, das man irgendwann bekommt, wenn man genug Metroidvania Games gespielt hat. Zum Beispiel sieht man hier auch wieder. Hier sind auch an jedem, hier an der Wand sind auch immer die zwei breiten Blöcke, die die Wand abschließen. Deswegen weiß ich, dass es da wahrscheinlich keinen Weg gibt. High Jump können wir sogar unseren Wall Jump, den man in jedem Metroid von Anfang besitzt, eigentlich. Ich glaube, zumindest in jedem Metroid, das ich gespielt habe, können wir den besser benutzen. Wenn ich nicht zu blöd wäre, überhaupt zu springen. Wow. Krieg's gerade hin, den Wall Jump schlecht zu machen. Ich will nicht mal irgendwas mit euch machen. Ich will einfach nur hier hoch. So.
Perfekt. Hier links. Wenn ich weitergehe, sollte gleich nochmal. Es wäre toll, wenn mich der Gegner nicht mehr so treffen würde. Hier links sollte drin geben. Außer ich habe hier drin was übersehen. Gut möglich. Hier komme ich wieder hoch noch runter. Und da rein komme ich auch nicht. Ich muss irgendwo was übersehen. Nein, nicht unbedingt. Das sehen wir aber gleich. Glaube ich. Ja, genau. Das war das. Okay. Oh ja, genau. Ich will nach unten ziehen. So. Die ziehen einen her, sobald man muss. Da oben gibt's ein Item. Ah ja. Der leicht angeschlagene Block. Schön nett mit ihm gemacht worden, dass man das gut sehen kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier irgendwas vergesse gerade. Ne. Genau, zumindest. Oh. Ein Metroid. Und wie man sieht, die können einem wohl viel, nachdem sie versuchen auszuweichen. Was irgendwie traurig ist. Ich meine, das ist theoretisch. Ah ja, okay, hier ging's rein. Es ist theoretisch wirklich gut, dass er versucht hat, sie auszuweichen zu lassen. Aber irgendwie. Naja. Macht es eigentlich einfacher, ihn auszuweichen, also nicht getroffen zu werden von ihm. Was jetzt nicht unbedingt was Schlechtes ist, aber. Ja, ich weiß nicht. Also. Das war... Oh, yeah. Was würde ich jetzt ohne Wavebeam tun? Oh, da ist es. Item, was ich gesucht habe. Ein Warrior Suit. Das ist nämlich 50% weniger Schaden. Und auf einmal sind alle Bälle zerstört. Ja. Das finde ich auch toll, dass er das gebaut hat. Einfach so ein. Oh, du hast zwar eine Torso-Statue gefunden, aber. Das Item ist nicht da. Blöd gelaufen, oder? Ich finde es aber nett, dass er auf der Karte sogar markiert hatte, dass ein Raum links von der Statue ist. Das heißt, man kann eigentlich nicht dran vorbeilaufen. Eigentlich. Also, hat er gut gemacht. Oh, okay. Fängt gerade an, framey zu werden. Das ist nicht. Ah, oh, das hat ein bisschen in den Augen weh. Ich verstehe nicht mal wieso. Was gerade framey wird. Ach ja. Theoretisch sollte meine Grafikkarte. Dem Spiel nicht überlastet sein. Ich
kann auch an mir liegen, dass es mir einfach nur so vorkommt. Wobei, ich könnte mal. Muss mal gleich was ausprobieren auf dem Wald. Wenn nicht. Ah. Komisch. Ich schau mal noch mal kurz in die Readme. Hallo? Ah, okay. Da habe ich nämlich was gelesen. F11 soll schon FPS sein. Okay. Ich habe F11 gedrückt, aber es zeigt mir keine FPS an. Okay. Komisch. Sicher? Interessant. Vielleicht liegt es daran, dass ich einen Controller benutze gerade. Event Settings. Options. Kann ich. Nein. Menü. Options, Display Options. Nee, gibt's nicht. Die Show FPS Option in den Options. Achso, ja, das war das Auto. Das ist toll. Man kann hier einfach durch. Ja, das ist. Es ist ein bisschen gemein. Aber nachdem man weiß, dass irgendwo da ein Item versteckt sein muss. Ich meine. Er war wenigstens so nett und hat gesagt, hey, du solltest da ein Item finden auf diesem Kartenfleck. Das heißt, du könntest mal rumschauen und du könntest dich mal umschauen, wo ein Item sein könnte. Okay. Okay. Wow. Die Attacke machen sie nicht wirklich auf. Okay. Ich hab's gerade irgendwie nicht drauf. So. Wow, das war deutlich schlechter als erwartet. Ich würde gerne die Karte aufdecken. Gut. Ups, egal. Ja. Weiter runter. Wir brauchen immer noch ein Metroid. Irgendwo hier. Okay. Wow. Ich wollte dahin. Weit oben lang. Okay. Hey, das ist schon besser. Metroid, glaube ich. Zumindest hat der jetzt Clown. Könntest du. Oh wow. Really? Du willst das so machen. Okay. Ich hab dich trotzdem getötet. So. Und hab jetzt die Map aufgedeckt. Okay. Oh ja. Oh cool, da hat sich jetzt. Oh ja. Das ist ein Gamma Metroid, genau. Ja, das ist gerade eben mein Beta Metroid.
Gamma-Metroid sind auch noch nicht wirklich schwerer. Vielleicht ein bisschen. Nicht so schwer. Hallo. Wieso habe ich das vorhin abgeschossen und es ging nicht kaputt? Das war irgendwie komisch. Keine Ahnung. Warte. Achso, ja, ich muss noch weiter hoch. Schon. Auf jeden Fall haben wir jetzt die neue, das neue Gebiet freigeschaltet. Rein theoretisch. Ich meine, ich habe gerade nicht wirklich was Besseres zu tun. Okay, rein theoretisch ist das totaler Schwachsinn, weil ich einfach das hier machen kann. Da kommen mir aber die Viecher im Weg und. Das könnte ein bisschen länger dauern, aber wen interessiert's? Los. Eigentlich. Ich kann hier runterfallen, yay. Ach verdammt. Wirklich. So. Nachdem wir wissen, dass rechts von dem Safe-Ball einfach ein Weg durchgeht, durch das ganze Gebiet, gehen wir auf den Weg. Wirklich. Und ein kaputter Savepoint. Finde ich auch ein nettes. Finde ich auch eine tolle Dekoration. Zurückgehen. Wenn wir das letzte Mal nicht ans Item gekommen sind, weil ich mit dem High Jump jetzt viel mobiler bin und die Blöcke nicht so schnell kaputt gehen, dass ich nicht drauf stehen kann. Gut. Und dann geht's weiter runter. Oh. Noch mehr Säure. Ich meine, ich habe es gesehen, aber hier sind keine Strahlen, by the way. Darin kann man es theoretisch sehen. Aber ich glaube, der Itempunkt war angezeigt. Zumindest glaube ich, dass ich das letzte Mal so gefunden habe. Oder das erste Mal. Oder ich habe es auf einer vollständigen Karte von dem Spiel gesehen, dass es da ein Item gibt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwas davon war es auf jeden Fall. Ah, hier bekommen wir das halt. Genau. Das wird ein tolles Item. Oh nee, das hat das Gebiet. Wir bekommen das Item, das dieses Symbol hat. Jeder, der schon mal Metroid gespielt hat, weiß jetzt welches Item. Jeder, der das noch nicht gespielt hat, der noch keins davon gespielt hat, denkt sich jetzt, what? Kannst du nicht einfach sagen, was das für ein Item ist? Ja, das würde den ganzen Spaß rauben. Und das war das eh noch. Werde ich diese Folge nicht mehr schaffen. Weil ich jetzt wahrscheinlich
größtenteils nur auf so einem Balkon gehen werde. Und... ah. Was gibt's hier? Speicherpunkt? Ah nein, ein Item. Space Jump. Nicht das Item, was uns den Weg ermöglicht, den ich gerade vorhin gezeigt habe. Aber ein trotzdem wichtiges Item. Okay, gut, ich habe gerade nochmal einen Bossfight getriggert. Obwohl ich aufhören wollte mit dem Part. Mach ich gut. Okay, ich kann nicht damit. Es gibt auch mal zwei Arten von Bosse. Die, die man mit Charge Beam töten kann. Und die, die man mit Misses töten muss. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, mit Misses geht schon wieder. Vor allem, weil ich so viele davon habe, dass ich es eigentlich nicht sperren kann. Oh cool. Ich habe da gerade sogar den Space Jump teilweise benutzt, um mehr Messers zu treffen pro Springen. Ach ja, das war der. Hey, benutze deinen Space Jump, um überhaupt dahin zu kommen, wo du ihn treffen kannst. Das ist ein bisschen unfair. Ich glaube, ich habe ihn noch nie die Attacke gesehen. Machen Sie. Was laber ich? Ich muss zugeben, der ist nerviger als ich ihn in Erinnerung habe. Ja, komm. Hey, geht doch. Ich kann ihn dann mit normalen Schüssen abschießen. Okay. Bossfight bestanden. Wir haben jetzt einen Space Jump. Und ja. Viel mehr gibt es dazu gerade nicht zu sagen. War hier ein Speicherpunkt? Hier kommt gleich ein Speicherpunkt. Und hier gibt es ein Item. Hey, ist hier unter dem Sand versteckt. Wer hätte es gedacht? Yep, hier ist ein Save Point. Okay. Das ist auch ein guter Ort, um aufzuhören, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!